Unfallverrichtung, guten Tag. Wir sind derzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie uns später wieder an oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht mit Namen und Telefonnummer. Besten Dank und auf Wiederhören. Nehmen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton auf. Wenn Sie fertig sind, legen Sie auf. Oder drücken Sie die Raute-Taste für weitere Optionen. Grüezi, mein Name ist Morales, Gabriel. Ich habe eine Frage betreffend dem Strafgesetzbuch im Zusammenhang mit dem Zivilgesetzbuch. Also, es geht konkret um Artikel 127, Gefährdung des Lebens und der Gesundheit. Aussetzung, wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Im Zusammenhang mit dem Zivilgesetzbuch eben Kindeswohlgefährdung, also das ganze Geschäft, wo da drauf aufgebaut wird, wo ja keine Strafanzeigen erstattet werden von der KESB, wie ist das vereinbar? Also können Sie das erklären, warum man da keine strafrechtlichen Massnahmen ergreift, wenn man behauptet, wenn man der Meinung ist, dass da eine Kindeswohlgefährdung existiert, oder? Ich gehe davon aus, dass es ein Wahn ist, wo die Behördenmitarbeiter pflegen, seit einem Jahrhundert gleich mal, seit der Gründung von Pro Juventute durch General Wille, wo ein Hitlerfreund war, dass das darauf basiert, auf Übermenschen und Untermenschen, dass das eine grundsätzliche Diskriminierung ist, und dass da ein Strafgesetzbuch zur Anwendung kommt, muss kommen, weil die Behördenmitarbeiter bekannt sind dafür, dass sie in der Schweiz Kinder missbrauchen und foltern und versklaven und medizinische Experimente durchgeführt werden. Dafür hat sich Frau Samaruga schon entschuldigt. Meine Telefonnummer ist 076 545 2185. Mein Name ist Morales, 076 545-2185. Ich danke Ihnen für den raschestmöglichen Rückruf. Dankeschön. Guten Tag, Frau. Mein Name ist Morales. Grüß Sie, Morales. Sie sind zuständig für das Strafgesetz? Ja, unter anderem. Also ich bin nicht die Einzige, es kommt nicht Spaß zu einem Thema, das Sie gefragt hast. Ah, okay. Also ich habe im Fachbereich Strafrecht und Strafprozessrecht. Ah, Strafprozessrecht. Okay, super. Ist gut. Und je nachdem, wie eure Frage ist, ja, kann ich die selber abklären oder würde ich der Branche vermitteln? Jawohl. Also nochmal kurz die Grundlage. Von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, oder? Das verjährt ja nicht. So ein Genozid, wie man bei den Verdingkindern eben veranstaltet hat, oder? Also es hat ja angefangen mit dem General Wille, der Kollege von Hitler, wo in der Schweiz ja Pro Juventute damals gegründet hat. Und seither hat sich ja da nichts geändert. Es werden immer noch Kinder genommen und die werden missbraucht. Man veranstaltet hier Experimente, medizinische Experimente und zum Teil werden die vergewaltigt von Pädophilen. Oder das hat sich nicht gross verändert. Es sind einfach nicht mehr Bauern, aber es sind andere Leute, die das immer noch geschäftlich betreiben. Oder? Die behaupten, eben, das sind so Meinungen, Philosophien, die die Eugeniker Nazis oder Faschisten eben haben, oder? Das ist alles anerkannt, ist auch alles historisch belegt, oder? Auch, dass Väter aufgrund von Geschlecht diskriminiert worden sind bis 2014, oder? Auch Menschenrechtsverletzung, oder? Das ist systematisch eigentlich eine Kindeswohlgefährdung. Also, dass da Traumata entstehen, oder? Die Trennung vom Vater und Kind. Das ist eine Straftat, oder? Artikel 127, Gefährdung des Lebens und der Gesundheit, Aussetzung, oder? Das ist systematisch betrieben, aktuell von Behördenmitarbeitern, oder? Also die behaupten irgendwie Vater-Kindswohlgefährdung und möchten keine Strafanzeige.
Oder da, um das geht die Frage. Warum machen die Leute keine Strafanzeige, wenn du eine Aussetzung stattfindet? Also wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, eine Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im Stiche lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Oder Artikel 127 StGB. Und es findet nicht Anwendung durch Cash, oder? Wenn Sie belegen könnten, dass eben so eine Aussetzung durch irgendein Familienmitglied würde stattfinden, dann müssen Sie das ja zur Anzeige bringen, oder? Aber die Vermutung liegt ja noch, dass das gar nicht bewiesen werden kann. Dass das einfach eine Meinung ist. Dass das einfach eine Behauptung ist, oder? Zum Geschäft betreiben, oder? Also da fragt man sich schon, eben, wie kann man jetzt den Prozess einleiten, dass so Behördenmitarbeiter, die eben Artikel 127 verletzen, dass sie eben Kinder an einer systematischen Gefährdung aussetzen, dass die belangt werden können. Also ich komme ehrlich gesagt nicht ganz zu, es sind so viele Themen angesprochen. Aha. Sie haben das Gefühl, die Cash sollte Anzeige einreichen, wenn ein Kind nicht doppelt hat vom Vater, wenn nur doppelt ist vom Vater. Nein. Also wenn die behaupten... Wisst ihr was? Vielleicht ist es einfacher, wenn ihr das schriftlich einreicht. Also, Ich glaube es nicht, das hat nie etwas genützt. Also ich bin schon seit 7 Jahren... Habt ihr es schon probiert? Ja, mehrfach, ja. Oder wo? Ja. Noch schon alles? Also die Frage nochmal ganz vereinfacht. Wenn ein Behördenmitglied, es geht nicht um CASP, es geht um das Behördenmitglied, ein Mensch, ein fehlbarer Mensch, der eigene Interessen hat, oder? Gier und schlechte Laune und Vorurteile, oder? Das darf ein Mensch haben, aber nicht, wenn er eine Straftat begeht, oder? Das heisst, also ein Behördenmitarbeiter behauptet, dass ein älterer Teil das Kind gefährdet, also an einer Gefahr aussetzt. Gefährdet des Lebens und der Gesundheit. Also Gesundheit, das heisst nicht irgendwie, dass da das Kind muss tot sein, sondern schlicht und einfach, dass Gesundheit gefährdet ist. Also Kindeswohl gefährdet, oder? Wenn da also in eine Akte, in ein amtliches, in eine Urkunde, eingeschrieben wird, dass da Kindeswohlgefährdung sei, oder? Dann muss das ja belegbar sein. Es darf ja nicht einfach eine Meinung sein, oder? Nein, da gibt es ja Gutachten, die man anfangen müssen. Aber das ist jetzt eigentlich die zivilrechtliche Frage, wie das geurteilt wird. Oder wie ein Kind platziert wird. Ob es zur Mutter kommt, ob es zum Vater kommt, ob es in eine Pflegefamilie kommt. Das ist eine zivilrechtliche Frage. Und ich meine, wenn die das entscheiden, dann als weiss ich, Psychologen beiziehen, ja. Je nach Alter werden Kinder befragt oder, und einbezogen. Das tut nicht einfach irgendein Beamter so aus dem hohlen Bauch entscheiden. Und dann werden vielleicht noch Lehrpersonen beizogen, die die Kinder kennen etc. Also ich kenne das Verfahren nicht im Detail, weil wir nicht in diesem Bereich arbeiten. Aber das ist ja nicht aus dem hohlen Bauch, dass das entschieden wird. Und das tun ja auch die Leute nach bestem Wissen und Gewissen beurteilen. Und wenn nachher ein älterer Teil, also jetzt konkret zu euch, mein Vater noch nicht einverstanden ist, hat er nachher die rechtliche Mittel dagegen vorzugehen. Also das ist ja auch vom Zivilrecht, wenn es ihre Scheidungsvereinbarung oder Scheidungsurteil, dass nachher steht, dass die Mutter das Kind überkommt und das Recht vom Vater eingeschränkt werden, die kann dann nachher gegen das Urteil vorgehen. Ja, aber es ist ja so, dass man ja weiss, dass... Oder sonst kann er, also wenn der Vater das Gefühl hat, sein Kind sei gefährdet, dass es bei Mutter sei oder er nicht... Nein, die Kinder sind gefährdet, weil die Psychopathen im Amt eben nicht beaufsichtigt werden von gar niemandem, oder? Es gibt nur ab und zu so einen Bericht von der UNO, dass das heisst, denn dort in der Schweiz haben zu viele Kinder im internationalen Vergleich zu viele Kinder ADHS und Medikamente werden zu viel angewendet, obwohl man genau weiss, dass das schädlich ist, oder? Also durch Behörden so entschieden.
Oder eben, dass Kinder überhaupt nicht ja, angelost werden. Primär Ärzte, oder jetzt bei ADHS, das sind primär Ärzte, oder das verschreiben, oder? Jawohl, also man weiss ja, oder, dass Behörden, Vormundschaftsbehörden mit dem Dr. Kuhn in Münsterlingen ja zusammengeschafft hat. Oder? Also da hat man einfach Leute an verfrachtet. Wie in KZ, oder? Konzentrationslager. Also 1:1 Nazi-Deutschland, oder? Das weiß man ja, das ist historisch belegt, oder? Dass Leute da einfach, wo zu fröhlich gewesen sind, zum Beispiel, oder? Das ist einfach eine Meinung, jemand ist zu fröhlich, das ist eine Gefährdung für sich selber und für Dritte. Also muss man da nach Münsterlingen bringen, der bekommt dann so Drogen und der stirbt vielleicht auch nicht, vielleicht hat man da eine Erkenntnis, oder? Jedenfalls weiß man heute, dass die Medikamente das Leben um 30 Jahre verkürzen. Oder? Also das ist Genozid. Oder? Das ist systematisch, werden die Medikamente verteilt, richten einen Schaden an, oder? Man kann sich nicht mehr fortpflanzen, Impotenz entsteht da, eben das Leben wird verkürzt, totale Passivität entsteht da, eben man wird einfach völlig ausgeschaltet. Oder? Das ist ein Genozid. Oder? Und das ja, ist ein Straftat. Ich glaube, Genozid ist etwas anderes. Natürlich dürfen Sie das nicht, dürfen wir das nicht selber entscheiden, oder? Wir müssen die Realität ignorieren, oder? Also, man muss natürlich da in Den Haag, eine Anzeige erstatten und sagen, jetzt schauen wir mal bei der Schweiz da, da findet der Genozid statt. Solange das Urteil nicht rum ist, oder? Fremde Richter nicht rum, das entschieden haben, dass in der Schweiz systematisch Leute getötet werden, also systematisch von der Behörden mitarbeiten. Oder? Ich meine, der Hitler ist Präsident von Deutschland, oder? Und seine Richter und seine Staatsangestellten. Ich meine, das muss man doch erkennen, dass da nicht ein Genozid stattfindet. Nirgendwo findet der Genozid statt, wenn es nicht vom Staat ist. Oder? Also ich meine, also das ist, ich weiß nicht, wie man das soll erklären, dass eben nicht Gefährdung von den Eltern kann stattfinden. Wie gesagt, also die UNO bestätigt auch, dass die Schweiz allgemein die Behörden, die zuständig sind, ein falsches Bild von Kindeswohl haben. Oder? Da ist es ein riesiges Geschäft, dass man die Kinder trennt, dass man da begleiten tut, dass man da entfremden tut, dass man da psychische Probleme erzeugt beim Kind durch die Trennung, durch den verminderten Kontakt. Das gibt sicher Einzelfälle, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht systematisch gemacht. Also die Leute, die in diesen Behörden arbeiten, die geben sich alle grösste Mühe, dass das gut kommt. Ich will nicht bestreiten, dass es Kinder gibt, die darunter leiden. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Systematik dahinter ist, wie ihr das seht. Ich weiß es, weil ich habe mich mit dem befasst, oder? Also ich bin immer wieder erstaunt, dass jemand, der vernünftig ist, noch nie eine Akte angeschaut hat und kann sagen, da ist es gut gelaufen, da ist es falsch gelaufen, oder? Also ich meine, es wird allerseits eigentlich zugehen, oder? Dass da Fehler passieren. Also alle sagen eben, da stürzen halt Flugzeuge ab, das ist halt so, müssen wir einfach in Kauf nehmen, oder? Dass da gewisse Kinder halt weiter missbraucht werden, aber wir sind halt Menschen, oder? Aber wie gesagt, wenn man da dem strafrechtlich nicht nachgeht, diesen Fehler, dem menschlichen Versagen, oder den Sorgfaltspflichten und so weiter und so fort, oder? Dann ist man ja Mittäter. Oder? Man tut das einfach dulden, oder? Man tut doch kollektiv der Gefahr aussetzen, oder? Weil man einfach nicht will reinschauen, oder? Also, das ist... Also, diese Sachen werden ja schon angeschaut, dass zum Beispiel mit den Verdingkindern, das haben ja probiert aufzubearbeiten, und da ist ja, glaube ich, weitum anerkannt, dass das ein Fehler ist, was da gelaufen ist, da tut es. Ja. Entschädigungen ausrichten. Also, es ist nicht so, dass alles gegen unsere Tätigkeit wird. Natürlich, ja, wie Sie sagen, dass sind viele Fehler passiert. Es passieren weiterhin Fehler, die man vielleicht in 50 Jahren anders beurteilt als jetzt im Moment. Aber was ist mit den Leuten, die heute missbraucht werden und getötet werden und gefoltert werden? Was ist mit den Leuten heute? Ja, aber wie gesagt, da bestehen Möglichkeiten, da bestehen. In vielen Verfahren kann man dagegen vorgehen, im Strafrecht kann man dagegen vorgehen, da muss einfach konkret nachher jemand eine Anzeige machen. Also wenn
konkreten Fall kennen oder konkret betroffen sind. Ja, ja, aber das habe ich gemacht. Verstehen Sie? Also ich habe Beschwerde eingereicht, ich habe gesagt, da gibt es keine Beweise. Oder? Und das Obergericht und das Bundesgericht bestätigen einfach die Meinung. Oder? Ohne Beweis ist es eine Meinung. Oder? Eben, ja, darum, natürlich müssen die Sachen bewiesen werden. Ja, das denkt eben Sie, das denkt eben Sie, das denkt jeder vernünftige Mensch. Aber wenn ich Ihnen sage, es ist nicht so, es sind immer noch einfach Meinungen, dass jemand eben zu fröhlich ist, oder zu trist, zu traurig, oder zu inaktiv, oder zu dumm, oder? Das sind Meinungen, oder? Also das verletzt Grundrecht von jeder Person, wenn man so beurteilt wird, erniedrigend behandelt wird, und dass einfach eine Meinungsverschiedenheit existiert, oder? Ich bin nicht der Meinung, dass da Massnahmen nötig sind. Der Mitarbeiter von der KESB ist der Meinung, dass wir einfach eine andere Meinung haben und dass er der Meinung ist, dass ich jetzt einen Besuch jetzt, begleitet muss, über mich schauen und das Kind auch, oder? Und das Kind leidet darunter und ich leide darunter. Wie gesagt, er ist einfach der Meinung, dass wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Aber belegen kann er eben gar nichts. Das ist das System. Und das kann ich Ihnen belegen. Das ist mehrfach zugegeben von den Behördenmitarbeitern. Das sind Meinungen. Natürlich haben sie Gutachter beauftragt, bezahlt. Ja, und der Gutachter, ja. Genau, der Gutachter bekommt Geld von dieser Behörde. Wie gesagt, also das ist Bestechung. Seine Arbeit oder nicht seine Arbeit? Nein, der macht nicht seine Arbeit. Falsch. Falsch. Ist nicht seine Arbeit. Wie gesagt, wenn nichts belegt werden kann, worauf stützt sich denn die Arbeit von diesem Gutachter? Wenn er sich allein auf der Meinung von der Behörde stützt. Oder? Also, es ist doch einfach eine Meinung. Die Behörde ist einer Meinung, füllt Akten mit Meinungen. Und der Gutachter redet die Meinung einfach, plappert auf die Meinung nach. So funktioniert das. Es ist keine Beobachtung, gar nicht. Mein Sohn ist irgendwann befragt worden. Von niemandem. Oder? Ich bin auch nicht angelost worden. Von niemandem. Oder? Das ist nicht also, so, das ist natürlich angebracht werden. Aber das ist ein aktenbasiertes Gutachten. Also, der Gutachter, der Erziehungsfähigkeit soll überprüfen, er findet hier Sachen, schreibt einfach alles nach, was in der Akte steht, mich lässt man gar nicht an, der behauptet, ich sei krank. Ich weiche von der Norm ab. Ich weiche von der Norm ab. Das ist seine Meinung. Ich sei psychisch krank. Verstehen Sie? Er muss Erziehungsfähigkeit überprüfen. Eine andere Psychiaterin hat mein psychiatrisches Bild sollen erstellen. Die hat sollen beurteilen, ob ich psychisch krank bin. Die hat aber das nach dem Gutachten vom Erziehungsfähigkeitsgutachter erstellt. Das heisst, sie teilt dann einfach seine Meinung. Oder sie sagen, ja, beziehen Sie sich auf das Gutachten von Erziehungsfähigkeit betreffend der Gesundheit von Herrn Morales. So läuft das. Also der Gutachter, der Erziehungsfähigkeit soll überprüfen, der macht sich eine Meinung über meine psychiatrische Gesundheit. Sagt, ich weiche von der Norm ab. Was soll das heissen? Wer soll das verstehen? Nicht Sie verstehen das, nicht ein Richter versteht das, niemand versteht das, ich schon gar nicht. Oder? Wo weiche ich von der Norm ab? Wo ist die Norm? Gibt es da eine DIN, deutsche Industrienorm oder eine internationale Standardorganisation, die eine Norm erstellt, was ein gesunder Mensch, was eine gesunde Psychologie, ein gesunder Verstand soll sein? Gibt es da eine Norm? Gibt es nicht. Es sind einfach Meinungen. Ja gut, aber die Psychiaterin, doch, ich nehme an, mit dieser Psychiaterin geredet. Nein, aber nicht. Die haben das Gespräch abgelehnt. Hat ihr einen Psychiater oder nein. Oder? Nein. Ja. Nein, da gibt es einfach nichts. Ich lade sie gerne, ich lade alle gerne. Tun Sie sich mal mit den Sachen beschäftigen, was da in diesem Land abgeht. Dürfen Sie sich mal mit dem beschäftigen, was die da machen? Was glauben Sie, warum die Krankenkassenkosten jedes Jahr steigen?
weil die Leute einfach als krank eingestuft werden, in Notfallkliniken verschifft werden, gesteckt werden, mit Medikamenten vollpumpt werden. Das sind Zusammenhänge. Das sind Zusammenhänge, wie Zusammenhänge vom Genozid, die dazu führen, dass die Schweiz überfremdet. Es ist eine Meinung von gewissen Leuten, dass die Schweiz überfremdet. Aber es ist eine Tatsache, dass die Schweiz keinen Nachwuchs hat. Es ist auch zu wenig Nachwuchs, um zum AHV zu finanzieren. Ist auch Tatsache. Zahlen lügen nicht. Oder? Beitragsleister müssen da sein, oder? Ja. Ja. In anderen Ländern funktioniert das, dass man 4 bis 5 Kinder machen kann. Dann entsteht Wachstum. Dann hat man genug Ressourcen, menschliche Ressourcen, um da beschäftigen und Beitragsleisten in der AHV. Warum funktioniert die AHV nicht? Warum muss man Leute aus dem Ausland importieren? Will sie sich selber zerstören in diesem Land? Die verantwortlichen Personen in diesen Positionen führen einen Genozid durch. Aber das tut mir sehr leid, was euch widerfahren ist, aber ja, ich habe jetzt das, was ihr mir erzählt, würde ich sagen, das ist eure Meinung, ich kann mich nicht weiter dazu äußern, und wenn ihr euch, ja, ihr habt ja offenbar die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ja. Ja, wie gesagt, ja, Querulant, das kommt, das Vokabular, das Wort kommt aus Nazi-Deutschland. Das wird so gern verwendet von Richter Querulanten. Es wird einfach nicht angelost, wie gesagt, es wird einfach nicht angelost. Ignorieren, mitmachen. Mitmachen heisst es. Ihr habt jetzt Kontakt mit eurem Sohn? Nein. Nein, man will mich dazu nötigen, man will mich erpressen, ich soll ein Dokument unterschreiben, dass ich nicht über seine medizinische Misshandlung, also Folter, also medizinische Details darf ich mit meinem Sohn nicht besprechen, was mit ihm angestellt wird, darf ich nicht erfahren. Oder? Ich muss das unterschreiben, dass ich nicht schlecht über seine Mutter rede. Habe ich nie gemacht. Wie gesagt, das ist einfach eine Meinung, die die haben. Das haben sie nicht können belegen. Ich habe einen Beleg geliefert, dass meine Ex sagt, ich habe einen dummen baselländischen Akzent. Oder? Das sagt er am Kind. Er soll aufhören, so dumm reden wie ich. Oder? Das sagt Kindsmutter am Kind. Oder? Und ich habe den Beweis. Oder? Aber das wird ignoriert. Das wird ignoriert. Man behauptet einfach, ich rede schlecht über die Kindsmutter, weil die Kindsmutter das einfach behauptet. Und die Behörde plappert das einfach nach. Oder? Ich schreibe es einfach auf und dann ist das Realität. Und der Richter richtet sich nach dem. Oder? Sagt einfach, der Kindsmutter muss man nicht unbedingt misstrauen. Warum sollte man der Kindsmutter misstrauen? Schwarz auf weiß, so in einem Entscheid drin. Oder? Ohne Beweis gar nicht. Oder? Meine Seite wird komplett ignoriert. Das ist systematisches Geschäft. Man lastet mehr die Schulden auf. Die Schulden werden bezahlt von der Öffentlichkeit. Die tun sich öffentliche Gelder erschleichen. Das sind Stichworte, wo Ihnen sollten, bekannt sein, weil das ist aus dem Strafgesetzbuch. Und Verwaltungsstrafgesetz, oder? Ja, ich habe fast gesagt, ihr müsst schauen, wie ihr jemanden finden könnt, der euch persönlich nachsteht oder über euer Problem könnt reden. Nein, ich suche den Rechtsstaat. Ich bin auf der Suche nach dem Rechtsstaat. Ja, aber bis jetzt habe ich nur einen Unrechtsstaat mit Psychopathen im Amt. Mit Soziopathen habe ich zu tun, nur. Oder? Und Ignoranten bisher, oder? Einfach Leute, die wegschauen, keine Mut haben, das Maul aufzumachen und zu sagen, jawohl, da haben wir ein Problem, das müssen wir angehen. Wir haben früher Fehler gemacht, wir müssen die Leute zur Rechenschaft ziehen. Das Geld muss zurück, das die sich angeeignet haben, da missbräuchlich. Oder? Das ist natürlich eine Überwindung, oder? Kognitive Dissonanz. Es darf nicht sein, dass man mit Verbrechern zusammenarbeitet, tagtäglich. Oder? Darf nicht sein. Man muss sich an die eigene Nase nehmen, oder? Und nicht sagen, oh, der andere ist ja verantwortlich, für das wird ja bezahlt. Aber eben, was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn die eben ihr Amt missbrauchen systematisch, Tag für Tag, tun die Kinder vergewaltigen? Wer sagt ihnen, dass es nicht so ist? Und sie wollen das einfach nicht wahrhaben, wie so viele Leute einfach, weil man ja nicht dafür bezahlt wird eigentlich. Oder? Das ist eine Aufgabe für jemand anderem einfach. Ich bin nicht dafür zuständig, ist jemand anders zuständig.
Schaut doch dort, oder? Und ich sage Ihnen, es schaut niemand in der Schweiz. Ja, also so schlimm ist es gleich nicht. Also, hallo. Ich meine, nein, also die lesen ja in Zeitung, wie es Urteil gibt gegen Kindesmissbrauch, gegen Vergewaltigung, also wie die Polizei ja auch schaut, ihre Arbeit zu machen. Ja, ja. Also ich kann Ihnen ein Video, schicken von meinem Sohn, wie er erzählt, wie er im Kindergarten Schnäbi und Fütli hat müssen küssen unter Aufsicht von der Lehrpersonen. Kann ich Ihnen schicken? Die Anwältin, Kinderanwältin, die ich organisiert habe, die sagt auch, ja, wenn das wirklich passiert wäre, dann hätte es da einen riesen Aufstand gegeben, oder? Also wie gesagt, die Person, die Anwältin, hat das Gefühl, das sei gar nicht passiert. Obwohl das auf Video festgehalten ist, wie mein Sohn das erzählt und in der Akte auch festgehalten wird. Eben, ich habe mit den Kindergärtnerinnen geredet und die haben gesagt, ich stelle ein Zelt auf, das ist frühe Sexualisierung heute. In 2018. Also nein, das ist glaube ich 2016 passiert oder 2015 oder 2014. Irgendwann einmal dort hat das angefangen mit der frühen Sexualisierung, dass Kinder sich selber spüren, das nennt man heute Doktorle. Schnäbi und Fütli küssen, das nennt man Döpterle heute, eben. Das ist nicht Puls ablosen, das ist nicht irgendwie Zungen raus und sagen, sondern eben, Döpterle ist heute, Geschlechtsorgan abtasten und küssen und das sind Döpterle, oder? Also das ist oft in der Akte alles so drin, die haben den Kindern Bilderbücher gezeigt, oder? Vermutlich haben sie dann noch gesagt, das darf dort nicht reingehen, gell? Und dort darf man nicht reinstecken und. Ja, eben, genau. Okay. Eben, es ist schon noch genau, aber es ist Fakt. Eben, und das wird einfach ignoriert. Aufklären und das ist ja, aufklären, jawohl. Ja, sind sie im Kindergarten aufgeklärt worden, so, dass man das nicht soll machen soll? So, dass dort reinstecken und so. Sind sie so aufgeklärt worden oder haben sie gesagt, gang nicht mit Erwachsenen mit, nimm keine Tafel an, red nicht mit ihnen, und komm einfach heim, oder? Ja, nein, ja, heute werden Geschlechtsteile gezeigt, wie sie funktionieren und was man sollte nicht machen, oder? Und was passiert, wenn man einem Kind sagt, mach das nicht? Also, das sind doch grundlegende Sachen, die jeder normale Mensch versteht, aber die Spezialisten, die Fachleute, die machen es genau umgekehrt. Die sind eindeutig krank. Weil das System in der Schweiz einfach krank ist. Das ist seit 100 Jahren so und man wagt sich nicht daran, das zu hinterfragen. Niemand, weil das ja angeblich Spezialisten sind, aber eben der Jürg Jäcke hat das ja auch zugegeben, der Lehrer der Nation, oder? Pädagog, der überall bekannt war, der Kinder missbraucht hat, oder? Der hat Schüler gehabt. Das wird für die Leute einfach zur Normalität, dass man einfach Kinder kann missbrauchen, dann wird das totgeschwiegen, wird ja fragt niemand. Es sind ja hochgeachtete Sozialpädagogen, die ein Lehrer der Nation, die Kinder missbraucht, die dann ja, nichts befürchten. Ja, inzwischen ist vom Ross oben runtergefallen, oder? Also der steht ja jetzt so ganz anders da als noch vor 40 Jahren. Im Gefängnis? Ist er im Gefängnis? Nein, weil die Sachen verjährt sind. Ja. Ah ja, eben. Also, aber das darf man, wie gesagt, das hat er gemacht, er hat Schüler gehabt, er hat das beigebracht. Ja, schaut, wenn dir Kinder sexuell missbrauchen, dann helft ihr diesen Kindern. Ihr sorgt für sein Wohl, wenn dir Kinder aufklären oder so. Oder? Also sehen Sie den Zusammenhang noch nicht? Aufklärung und Missbrauch ist ja von mir gesetzt einfach nicht das Gleiche, oder? Nein, vom normalen Mensch her eben nicht. Aber es ist ja pervertiert, dass eben Sex mit Kindern eine Wohltat für Kinder ist, oder? Gemäß Jürg Jäcke und den kranken Behörden. Ja, das wird jetzt auch nicht mehr so gesehen. Nein, das glaube ich einfach nicht. Ich will das auch nicht glauben, aber es ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt, es ist bei meinem Sohn gemacht worden. Ich meine, also wie soll ich daran zweifeln, dass es wirklich so ist? Wenn mein Sohn mir das erzählt, oder? Und natürlich, die Kinderanwältin will das auch ignorieren. Wenn das so passiert wäre, oder? Als wäre das Theorie und nicht ein Faktum. Da
das ist so gemacht worden, bestätigt durch die KESB auch, wo auch keine Strafanzeige einreicht. Aber KESB informiert überall, die Polizei und überall, dass es ganz ein gefährlicher Sieg. Oder? Ohne Beweis für gar nichts, oder? Also wir Erwachsene im Kindergarten machen das mit meinem Sohn und ich soll eine Gefahr sein, weil ich eben über Menschenrechte rede. Ich sei psychisch auffällig. Verstehen Sie? Ich darf nicht einmal Rechtsmittel erheben, weil das schadet meinem Sohn. Ich werd genötigt. Ich werd erpresst, dass ich schön die Schnur halte und nichts sage. Weil sonst kommt es noch schlimmer für meinen Sohn. Und was haben die Leute gemacht? Die haben meinen Sohn Amphetamina vergeben. Einfach so, er war nie krank gewesen. Nicht einmal Kindergärtnerinnen, die zugeschaut haben, wie er sexuell missbraucht wird, sind der Meinung gewesen, dass mein Sohn irgendwie auffällig sich verhalten hat, hyperaktiv oder unaufmerksam. Verstehen Sie das? Das war ein Entscheid von der Behörde gewesen, wo ein Arzt beauftragt hat, der sowieso durch die Krankenkasse bezahlt wird. So oder so. Je mehr Kosten das er verursacht, desto mehr Geld bekommt er. So läuft das. Ist zum Arzt gegangen und die Kindsmutter behauptet irgendwie, er sei auffällig. Der Arzt schickt den Fragebogen an die Eltern, an mich nicht. Als Vater mit Sorgerecht nicht. Aber der neue Partner von meiner Ex hat dürfen seine Meinung sagen und die Kindergärtnerinnen. Und die Meinung von der Mutter unterscheidet sich extremst von der Kindergärtnerin. Also Kindergärtnerinnen sagen 0, 0 Auffälligkeiten und Kindsmutter sagt 5. Verstehen Sie? Also auf dieser Meinung, oder? Die Vorgeschichte, Anamnese, die falsch wiedergegeben wird von der Kindsmutter, ist Grundlage für eine Diagnose. Dort steht einfach als Diagnose ADHS. Aber Fragebögen sagen etwas anderes, Tests sagen etwas anderes, einfach die Vorgeschichte. Aufgrund von der Vorgeschichte ist die Diagnose gestellt. Von der Kindsmutter, die lügt. Die nur hat wollen Unterhaltsbeiträge sichern. Und die Behörde hat mich jetzt dazu angeregt, eben, das zu machen, weil denen steht eine Differenz zwischen den Eltern. Das ist die einzige nachweisbare Differenz zwischen den Eltern. Dass ich der Meinung bin, meinem Sohn sollte man nicht Medikament geben, während er im Kindergarten ist und man seine schulische Leistung gar nicht hat können beurteilen. Verstehen Sie? Man hat das einfach ruckzuck, einfach durchgesetzt, einfach Medikament gegeben. Amphetamin. Verstehen Sie? Amphetamin. Tag für Tag muss mein Sohn Amphetamin nehmen. Und es wird ihm schlecht, er muss kotzen. Und dann sagen sie, ja, er hat in die Toilette gekotzt. Der Vater hat ihm gesagt, er soll in die Toilette das Medikament wieder auskotzen. Verstehen Sie? Obwohl er mehrfach erzählt, dass ihm schlecht wird, dass er in McDonalds hat müssen kotzen. Oder? Es ist ihm auch schlecht, wegen diesen Drogen sind Betäubungsmittel, die verboten sind normalerweise. Aber mein Sohn gibt mir das innerhalb von einem Jahr. Prüfung gemacht, Diagnose erstellt, so schnell wie möglich, schwarz auf weiß, so schnell wie möglich einfach die Medikamente geben. Ohne zu schauen, wie er in der Schule ist. Vor dem ersten Schuljahr. Man hat nicht warten, was sagen die Lehrerinnen zu seinem Verhalten, was sagt der Kindsvater, was sagen andere Leute. Nein, DSM, oder? Sagt eben, dass erst ab 12 definitiv ADHS festgestellt kann werden, das muss mehrfach geprüft werden, aber in der Schweiz nicht. Aber in der Schweiz nicht. Also, wie gesagt, also wir haben doch ganz eine unterschiedliche Meinung, das kann ich Ihnen bestätigen. Ich bin der Meinung, das ist kein Rechtsstaat da. Demokratie schon gar nicht. Sie sind der Meinung, das ist ein Rechtsstaat. Und sie glauben einfach, was man da in den Hollywood-Filmen erzählt, über die Schweiz. In den Hochglanzprospekt. Aber das ist, leider muss ich sie enttäuschen, wenn sie sich mit diesen Sachen würden beschäftigen. Im Detail. Die Akten würden anschauen, die Entscheidung würden anschauen. Dann würden sie feststellen, das sind Straftaten, die doch systematisch begangen worden sind. Also ich habe vorher auch vom Gericht gearbeitet und so wie ich das Gericht habe lernen kennen, habe ich das Gefühl, die Leute, die dort arbeiten, die geben sich wirklich alle Mühe, dass das in Ordnung läuft. Ich will nicht ausschließen, dass es eigentlich Fehlurteile gibt, also auf gar keinen Fall. Das ist nur menschlich, wie ihr auch schon gesagt habt, aber ich habe jetzt
Ja, in welchem Gericht haben Sie geschafft? Also wo ist, was, um was ist es gegangen? Familiensachen oder? Nein, es ist Strafrecht. Okay, sehen Sie, warum? Eben, das ist ja meine Frage. Warum, wenn eine Kindeswohlgefährdung rum ist, warum kommt da nicht das Strafrecht ins Spiel? Im Strafrecht weiss ich, dass es schon eher geprüft wird, oder? Was bei mir schaut man ganz genau, ganz penibel drauf, oder? Ob ich etwas kann beweisen und wie und was, oder? Also, aber wo im 2011, wo ich eine Strafanzeige am Hals kam von meiner Ex wegen häuslicher Gewalt, da haben wir, also ich habe per Notfall Polizei gerufen, weil mein Sohn aus der Wohnung hat sollen geschafft werden durch Kindsmutter. Dann ist die Polizei gekommen, oder? Hat meine Ex draussen angetroffen und dann sind sie gerade reingekommen, häusliche Gewalt, oder? Meine Ex hat eine Strafanzeige gemacht. Oder man hat meine Ex angetroffen. Man hat nichts festgestellt. Gar nichts. Oder? Meine Ex macht eine Strafanzeige. Und dann bin ich schuldig. Ich bekomme eine Einzahlungsschein heim. Gehe ich vor Gericht. Plötzlich erzählt meine Ex eine ganz andere Geschichte. Protokolliert, oder? Als sie angegeben hat. Auf dem Bullenposten. Und dann ist natürlich klar, das kann man nicht durchziehen. Oder? Aber meine Anwältin sagt nicht, dass sie Verleumdung und Rechtsmissbrauch und so. Nein. Eben, wie gesagt, das tut mir einfach totschweigen. Oder? Also bei mir ist sofort klar gewesen, ohne Beweis, gar nichts, bin ich schuldig. Und bei den Behördenmitarbeitern sind die einfach unschuldig. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Eben, einfach, dass es klar ist. Ja, strafrechtlich, kenne ich mich auch aus, oder? Also wie gesagt, ja, bist du schlussendlich gleich verurteilt worden wegen also Widerstand gegen eine amtliche Verfügung, oder? Also das Auto von meiner Mutter ist ja gestohlen worden von der Polizei, oder? Das Auto, nachweislich das Auto von meiner Mutter gewesen, ist nicht mein Eigentum gewesen, oder? Aber dann habe ich mich anscheinend dagegen gewehrt, oder? Also kann man nicht genau sagen. Ich habe Videos, die belegen, wie sich die Polizisten verhalten haben, wo das Auto von meiner Mutter zum Schuldenbegleichen von mir, meine Schuldenbegleichen, haben das Auto von meiner Mutter genommen, das verkauft und das Geld behalten. Also wie gesagt, das ist ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Oder? Also ich kann ganz genau nachvollziehen, warum mehr Ausländer im Gefängnis sind als Schweizer. Einfach so. Einfach so, ohne Grund. Ich kann das nachvollziehen. Sie wollen das anscheinend nicht nachvollziehen. Oder sie glauben einfach blind an das. Die Realität wollen sie nicht sehen. Sie schauen einfach weg. Obwohl sie dort geschafft haben. Ja, ich sage euch, wie ich es erlebt habe. Also, ich kann euch auch nicht etwas anderes erzählen, was ich nicht so erlebt habe. Also, okay. Ich habe jetzt halt viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass es mir sehr leid tut für euch, aber ich habe andere Erfahrungen gemacht und ja. Ich stütze mich einfach auf mein Erleben, oder? Ich denke, das ist auch... Das ist legitim, ja, aber vielleicht fällt es Ihnen auf, oder? Wo ich Vater geworden bin, hat das angefangen. Also wie gesagt, Behörden bekämpfen die Familie. Oder? Sobald man eine Familie hat, sobald man ein Kind auf der Welt hat, ist man erpressbar. Das führen die ganz konsequent durch. Also Familie wird hier ausgeschaltet in der Schweiz. Man nimmt hier das Erbe weg und das wird verwaltet von der Behörde, von der Cash. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Dass Senioren werden auch gepackt. Leute, die irgendwie vielleicht eine andere Meinung haben, wo man sagt, das ist eine Psychose, oder? Und Kinder, wo man behauptet, die sind in Gefahr bei den Eltern, oder? Also, dass Kinder Stress erleiden, wenn man sie in Kita tut, das wird ignoriert. Wie gesagt, das ist ein ganzer Bereich, wo sich niemand wagt, einmal reinzuschauen. Weil, wie gesagt, ich arbeite mit Psychiater zusammen, man ist ganz schnell psychisch krank. Ich verstehe schon, dass man da Angst bekommt. Ich verstehe das. Aber es ist einfach nur mal Realität. Also gut, es sind ja ganz viele treue Eigentümer, die Kinder in die Kita bringen, weil sie das Gefühl haben, dass sie ja auch nichts verstehen. Das wird einfach von den Behörden so angeschaltet oder angewiesen. Doch, also man hat ja gesagt, man muss da mehr Kita-Plätze schaffen. Das sind Arbeitsplätze. Also eben, dass man
dass man das Löhne stagnieren seit den 70er Jahren, oder? Dass jetzt Frau und Mann müssen gleichzeitig arbeiten und Kinder müssen abgeben. Ich meine, das kann man verhindern, oder? Also indem man einfach Löhne... Das ist einfach das Modell, das viele Familien für sich so wählen, oder? Also, ja, zwungenermaßen. Das ist ein Zwang. Nicht unbedingt. Teilweise sind sie finanziell darauf angewiesen, dass beide... Genau, finanziell wird das gesteuert. Ganz genau, finanziell. Ich kenne noch ganz viele Leute, die es finanziell nicht nötig wäre, aber die einfach sowohl das Vater wie auch Mutter das Bedürfnis haben, nicht nur einfach auf das Kind zu schauen, sondern auch noch zu arbeiten. Und das ist absolut ja. Nein, wie gesagt, also da wird das Kind wie ein Hund behandelt, oder? Schnell irgendwo abgestellt, da sitzt er. Dann kommt man am Oben heim und sagt, oh, ich habe ein Kind, wie toll, oder? Aber darum kümmern, oder? Vernachlässigung, oder? Vernachlässigung ist ja Kindswohlgefährdung. Vernachlässigung für Arbeit. Arbeit macht frei von Kindern. Verstehen Sie den Zusammenhang? Wenn Sie nicht verstehen. Nein, wie gesagt, ich kenne X. Ich bin Spanier, ich sehe nicht schlecht aus, ich habe X Frauen kennengelernt und beglückt. Und die haben mir alle gesagt, ich würde gern daheim hocken und eine normale Hausfrau und Mutter sein. In den 80er Jahren weiss ich noch ganz genau, all meine Mitschüler in der Schweiz sind heimgegangen und die Kindsmutter hat schon für sie gekocht. Das ist Normalität. Plötzlich, in 20 Jahren hat sich das so krass verändert, dass keine Frau mehr sich um ihre eigenen Kinder will kümmern. Kann das sein? Das ist politisch gesteuert. Das sind die Faschisten. Das sind die Sklaventreiber, die das erzählen. Doch, sie kennen vielleicht jemanden, der ganz viel Geld hat und einen Privatlehrer beschäftigt für eine Top-Ausbildung vom Kind. Ist möglich. Aber Normalität. Frauen wollen normalerweise Mutter sein. Für das sind sie geboren. Ja, sie wollen Mutter sein, aber sie wollen auch arbeiten. Nein, sie müssen arbeiten. Zwungen zum Arbeiten. Doch, sie werden gezwungen zum Arbeiten, weil sie sonst verhungern würden. Sie könnten sich nicht leisten. Und das ist dann auch wieder kindswohlgefährdend. Wenn das Kind verarmt in der Schweiz, oder? Anstatt zu sagen, okay, wir müssen den Stress vermindern, das Kind muss sich in aller Ruhe, oder der Vater, es ist eine Gleichberechtigung. Wie gesagt, ich bin da, ich bin Hausmann, ich kann mich um meinen Sohn kümmern. Wird aber verboten. Wird aktiv verhindert von den Behörden. Weil die einfach die Arbeit macht frei Philosophie haben, oder? Die wollen die Leute dazu zwingen, das schaffen, beide, oder? Entschuldigung? Nein, mit dem Arbeit macht frei, müsst ihr sehr aufpassen, ihr wisst, wo das herkommt, oder? Ja, das ist auf dem KZ beim Eingang gestanden. Ja, genau. Und wie ich Ihnen gesagt habe, der General Wille hat der Hitler in die Schweiz eingeladen. Das ist der Beobachter, das ist Allgemeinwissen. Alle wissen, der General Wille, der Pro Juventute gegründet hat, hat der Hitler in die Schweiz eingeladen, hat eine Sammlung gemacht für den Hitler, damit er in München kann eine Revolution starten. Ist finanziert von Schweizer Geldgeber. Und man weiss, dass Bleuer, Schweizer und all die anderen Eugeniker eben die Theorien aufgestellt haben, das sind Schweizer gewesen, das hat der Herr eben von der UEK auch, ist dabei. Er weiss ganz genau, wie das verursacht wird, das mit den Verdingkindern. Und wer die Ideologen gewesen sind von der Eugenik, von der Übermenschen und Untermenschen, wo dann übergegangen sind auf Deutschland, und mit dem Hitler zusammengeschafft haben und dann haben sie da von Experiment betrieben und Leute als unwert oder Gleichberechtigung. Verstehen Sie? Ich stoße auch gegen die Bundesverfassung, dass man jemanden als minderwertiger anschaut, oder? Wie gesagt, das ist einfach erwiesen, dass es so ist, dass eine Zusammenarbeit zwischen Nazis aus der Schweiz und Nazis aus Deutschland stattgefunden hat. Darum, der Zusammenhang mit Arbeit macht frei. Die Leute sind nie zur Rechenschaft gezogen worden wie in Deutschland. Das ist nie etwas entnazifiziert worden in der Schweiz. Die Schweiz war neutral gewesen. Oder? Die Schweiz ist neutral. Angeblich. Aber haben Ideologien geliefert auf Nazi-Deutschland und haben dort aktiv mitwirken. Und die Ideologien sind hier übernommen worden und die Vorgehensweise. Es hat ja auch hier in der Schweiz
kein Gesetz gehabt. Sind die Leute hier eingesperrt worden? Wie gesagt, das ist die Ideologie, die sich hier nie verändert hat. Dass hier ein Behördenmitarbeiter halt mehr wert ist als ein normaler Mensch. Vor allem, wenn er noch Ausländer ist, ist noch weniger wert. Oder? Warum gibt man einem Ausländer einen tieferen Lohn? Ist weniger wert. Das ist einfach die Tatsache, dass hier eine Hierarchie herrscht, dass hier nicht Gleichberechtigung herrscht. In keinstem Sinn. Ja, schau, Herr Moraes, es tut mir leid, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Wir sitzen über 40 Minuten am Telefon. Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Ihr habt so viel probiert. Ich glaube nicht, dass ihr da euch weiterhelfen kann. Nein, aber es geht mir ja um die... Sie haben nicht einmal versucht, eine Antwort zu geben. Sie haben einfach gesagt, nein, das ist nicht so. Es geht ja um meine Frage. Meine Frage ist ja eindeutig. Warum wird bei einer Kindeswohlgefährdung, also Aussetzung, also der, der Verantwortung hat gegenüber dem Kind, warum wird da nicht eine Strafanzeige eingereicht? Ich kann euch generell sagen, es können alle Leute Strafanzeige einreichen. Also die Behörden vielleicht nicht, aber grundsätzlich als Privatperson kann jede Person eine Strafanzeige einreichen. Aber warum, wenn ein Behördenangestellte doch eine Gefährdung feststellt, also Verletzung vom Artikel 127 StGB, warum tut der Behördenmitarbeiter nicht eine Strafanzeige machen? Ja, offenbar hat der Behördenmitarbeiter das Gefühl, dass etwas strafbar passiert. Aha. Ja. Aha, also wie kann man denn nachweisen, ob da tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung stattgefunden hat? Ja, aber ich könnte doch nicht bei jeder Handlung, die passiert wird, eine Strafanzeige machen, um das abzuklären, ob es dann eine Kindeswohlgefährdung dahinter ist oder nicht. Oder ist direkt aha, nicht. Ja, dann kommen wir ja dieser Sache näher. Eben. Also die CASP ist zuständig dafür, die Beweise zu erbringen. Und die Beweise sind schlicht und einfach nicht um. Oder? Dann könnte man doch die Staatsanwaltschaft damit beauftragen, die beweist sicher, oder? Also da kommt einer mit der Behauptung, du, Entschuldigung, der Minoper, der verhält sich auffällig. Und dann kommt Cash, psychiatrisiert er. Es entstehen Kosten. Oder? Aber Beweis? Keine. Oder? Keine Strafanzeige, gar nicht. Ist nichts passiert. Oder? Also man hat etwas gemacht, aber man hat gleich nicht etwas gemacht. Also wenn es nicht strafbar ist, warum soll man denn für das bestraft werden? Verstehen Sie den Widerspruch jetzt? Ja gut, ich nehme an, Sie sprechen darauf an, auf euch erleben. Nein, mein Nachbar, die Tochter von meinem Nachbar ist im Heim. Er darf sie auch nicht sehen, verstehen Sie? Er ist mehrmals psychiatrisiert worden, weil er zur Behörde gegangen ist. Er ist IV, verstehen Sie? Er hat nicht ja, so die Fähigkeit. Nein, ich kenne x Fälle in der ganzen Schweiz. X Fälle. Also wirklich hunderte. Ich kann mich nicht zu diesen Einzelfällen öffnen. Genau, aber ich sage Ihnen einfach generell. Wir haben doch jetzt zusammen festgestellt, wenn da nichts Strafbares, also eine Aussetzung, eine Gefährdung, strafrechtlich relevant ist, warum soll man denn jemanden dafür bestrafen? Wo man gar nicht nachgewiesen hat. Strafrechtlich bestrafen. Sie reden jetzt wahrscheinlich von einer zivilrechtlichen... Jawohl, warum sollte man da zivilrechtliche Schikane oder Strafen über sich ergehen, wenn gar nichts passiert ist? Prinzipiell ja, einfach grundsätzlich ja. Einfach. Es hat einfach nichts Strafrechtliches passiert, aber es können ja andere Sachen passiert sein. Ja, aber was wäre denn die Begründung, für dass man irgendwelche Massnahmen muss ergreifen? Jemand wegsperren, Freiheit entziehen? Ja, Fremdgefährdung oder Einzelgefährdung, zum Beispiel. Ja, aber eben, das ist schon eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit. Nein, vielleicht geht es noch nicht so weit. Also das ist schon eine höhere, beim Strafrechtlichen, so eine höhere... hört. Was ich euch nur generell sage, wenn jemand das Gefühl hat, es ist etwas strafrechtlich Relevantes passiert, eine Einzelperson, die hat hier ein Anzeigerecht, sie kann eine Anzeige machen bei einer Strafverfolgungsbehörde. Und dann hat die Behörde den Auftrag, dem nachzugehen. Das ist eigentlich in dem ganzen
ist das das Einzige, was ich euch kann sagen. Ja, und was ist, wenn die sich weigern? Der Sache noch ein Stück? Die dürfen sich nicht weigern. Nächstens, wenn sie... Ja. Also x-fach, also wie gesagt, ich bin mit einem Ordner in einem Polizeiposten in Solothurn, das ist auch schon ein paar Jahre her, die haben mich wieder rausgeschickt mit einem Ordner. Ja, ich habe mir den Namen aufgeschrieben und die haben mich einfach wieder rausgestellt auf die Straße, haben das nicht wollen annehmen. Staatsanwaltschaft, ja, mehr, offensichtlich, kein Grund. Aber wenn es heisst, der Herr Morales hat jemanden geschlagen, hat Gewalt an eine Frau angewendet, dann heißt es, so, Rechnung, bezahlen. Oh, du kannst dich ja wehren, ohne Beweis gar nicht. Oder? Aber wenn ich komme mit Beweis und alles, wird ich wieder rausgeschickt. Also, aber ich meine, sie können noch lange versuchen, mir zu erklären, wir sind in einem Rechtsstaat, ist alles gut und recht. Nein, das sind Rassisten, das sind Nazis, das sind Sadisten, das sind Pädophile, kranke Leute in der Behörde drin. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt das Telefon abschließen. Es tut mir leid, Herr Morales, aber wir kommen nicht weiter, oder? Ja, ich meine, wenn Sie sagen, wenn Sie, können Sie mir jemanden empfehlen, der irgendwie doch genauer erklären kann, warum man im Zivilgesetzbuch eben einfach willkürlich kann eine Meinung in die Welt setzen und Verleumdungen betreiben und das ohne etwas nachzuweisen. Und im Strafgesetzbuch finden sich Artikel, wo eigentlich das anzeigbar ist. Warum weigert sich eine Behörde prinzipiell grundsätzlich übers Band hinweg so das nachzuweisen, oder? Indem eben kooperiert mit anderen Behörden und sagt, ja, jetzt wenn wir die Fehler ausschließen und das ist ja strafbar, eben, Hilflosen der Gefahr aussetzen, oder? Und genau das macht man aus Prinzip eben bei Schweizer Behörden. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, es geht nicht darum, Kinder und Erwachsene zu schützen, sondern die einfach grundsätzlich zu erniedrigen, zu beleidigen, zu missbrauchen, ihnen das Geld wegnehmen. Ja, gut. Ja. Ich glaube, wir wiederholen es. Ich kann euch nichts dazu sagen. Das ist Echt, ist niemand zuständig bei Ihnen beim Strafgesetz, wo wir Auskunft geben, warum das so ist? Nein, die Gesetze, wir sind nicht für Strafanwendung zuständig. Wir machen die Gesetze, aber die Anwendung ist nachher der Kanton. Also wenn ihr auf die Polizei geht, geht nochmal die Polizei fragen, warum sie das nicht entgegennehmen. Ja. Ja, warum will der Bund das nicht kontrollieren? Warum interessiert sich der Bund nicht dafür, was da in den Kantonen passiert? Das ist die Zuständigkeit von den Kantonen. Das ist ein föderalistisches Land. Ja, aber der bestimmt doch beim Bund eben, also Bundesgesetz. Ja, für die Gesetzgebung ist der Bund zuständig, aber für die Anwendung von der Gesetze sind Kantonen zuständig. Ja, aber warum wird das nicht kontrolliert, ob das auch wirklich angewendet wird, was man dort zusammen bestimmt hat, oder? Es untergibt sich ja jeder dem Gesetz. Ja, aber da hat er dann eben die Rechtsmittel ausgeübt. Ja, aber wie gesagt, wenn da das gar nicht, wenn da Zusammenarbeit besteht, eben um das ignorieren, oder? Dann ist das ja gar nicht möglich, das Gesetz, das Recht umsetzen. Und wenn das Recht nicht umgesetzt wird, dann ist doch kein Rechtsstaat. Ja, wie gesagt, ich sehe den systematischen Missbrauch nicht, wie ihr das seht. Das tut mir leid, ich kann euch nicht weiterhelfen. Okay, also es hat mich sehr wundert noch, wie Sie es denn sonst sehen, oder? Wenn Sie mir können sagen, nein, es läuft so, da x-fach, da normal, oder? Nein, also, aber wie können Sie es denn anders sehen? Wie können Sie es anders sehen? Ja. Sie schauen sie nicht einmal an. Ja, würde ich sagen, wir sind nicht zuständig dafür. Ah, okay, gut. Okay, alles klar. Okay, gut. Merci von euch. Nochmal auf eine Rechtsberatung. Es gibt ja gratis Rechtsberatung. Ja, ja. Wie gesagt, Theorie und Praxis. Theorie und Praxis, riesen Unterschied. Gibt's nicht. Das sagen Sie mir. Sie glauben dran. Aber das ist wie wenn Sie mir würden sagen, es gibt kein Gott.
Also es kommt aufs Gleiche raus. Sie wollen daran glauben, ist ihre Freiheit, so einen Kult anzuhängen. Aber wie gesagt, ich sage Ihnen, es gibt es nicht. So Beratung, gratis. Wo gibt es heute etwas gratis? Nein. Nein, gibt es nicht. Nein, jemand, der hilft. Man hilft mir ja nicht einmal bei Ihnen beim Bundesamt. Also jemand, der davon abhängt, Geld zu bekommen, oder der macht doch viel gratis, Entschuldigung. Also, nein, sonst wird mir ja eingesperrt. Doch, bei den Anwaltsverband gibt es gratis Rechtsberatung, oder für eine ganz kleine. Es ist je nach Kanton wieder verschieden. In diesem Kanton ist es gratis, in diesem Kanton muss man einen kleinen Unkostenbeitrag zahlen, aber es gibt Rechtsberatungen. Ja. Also. Ich wünsche euch alles Gute. Okay, Ihnen auch. Macht's gut. Adieu. Ich würde gerne mit der Frau Früh sprechen, bitte. Ja, ich will den Anklagemeister haben. Es geht um Missbrauch von Kindern durch Behördenmitarbeiter in der Schweiz. Also habt ihr das Verfahren in Anfang bei uns? Ich habe gewisse Sachen eingereicht, ich habe Aktennummern. Ah, ja, gerne, ja. Einen Moment. Ja, mach ich mal. Ist es das EO? Ja, das klingt gut. 18? Ja. 6827? 27. 24, okay. P24. Also EO 18 6827 P24. P24. P wie Peter. Das ist aber ein Anzeigen um Kandidatenschaft. Bitte für Herr Morales. Ich bin der Herr Morales, jawohl. Es ist nicht eine unbekannte Täterschaft. Ja. Das ist ganz klar AG, die Behördenmitarbeiter. Also, wie ich sehe, stellt man sich da wieder dumm, oder? Also, bei mir war es so, wo meine Ex-Partnerin eine Strafanzeige eingereicht hat, oder? Also, ich habe den Notfall gerufen, die Polizei ist vorbeigekommen, hat nichts können feststellen. Und dann hat meine Ex eine Anzeige erstattet, ohne Beweis. Ja. Und ich bin dann gebüßt worden von der Staatsanwaltschaft Solothurn. Das war 2011, ja. Oder? Ohne Beweis. Ich bin dann vor Gericht gegangen, mit einer Anwältin. Und dann hat sich meine Ex verplappert, oder? Hat etwas anderes erzählt gehabt, als sie in der Strafanzeige angegeben hat. Und dann bin ich freigesprochen worden, oder? Weil eben, es ist ja nichts passiert, oder? Sie hat es ja nicht können beweisen, oder? Und die Staatsanwaltschaft hat ohne Beweis, einfach durch die Behauptung von der Kindsmutter, hat sie einfach einen Einzahlungsschein geschickt, oder? Ja. Also so läuft das ja. Ja. Und wenn ich jetzt Ihnen hier angebe, dass Behördenmitarbeiter meinen Sohn missbrauchen, oder? Wie sie das schon immer gemacht haben, die Cash-Behörde, oder? Vormundschaftsbehörde, die ja Kinder entführt hat, die an pädophile Bauern überreicht hat, die zum Teil getötet haben, die für medizinische Experimente in Münsterlingen und so weiter missbraucht haben, oder? Das ist einfach eine Tatsache, die jeder weiss. In der Schweiz. Das ist auch üblich in der Schweiz. Oder? Das sind Eugeniker, die aufgrund von ihrer Meinung, dass sie Übermenschen sind und dass es Untermenschen gibt, dass die Kinder einfach missbrauchen, oder? Das weiss jeder Mensch in der Schweiz. Ja. Ja? Aber lass uns mal an. Ja? Also, genau das sieht man ja auf dem Schreiben.
dass man kann eigentlich nicht eine Anzeige einreichen und sagen, es ist üblicher so, es ist bekannter so, es ist offensichtlicher so. Man muss sich auf Tatbestände können. Habe ich doch. Das ist doch alles dort beschrieben, das ist sogar vom Inselspital, ist das ja bestätigt, habe ich Ihnen ja alles geschickt, oder? Dass man sagt, dass mein Sohn... Nein, verstehen Sie doch, dass mein Sohn Medikamente bekommt, die er gar nicht braucht, oder? Das ist ja auch alles erklärt, oder? Das können Sie noch lange ignorieren. Wie gesagt, das ist Folter, Körperverletzung, über Jahre hinweg Folter. Oder? Und das werden Sie einfach ignorieren. Gegen Unbekannt. Was heißt gegen Unbekannt? Ist doch angegeben, Frau von Bern, vom Amt, von der KESB, wo entschieden hat, dass mein Sohn per Gerichtsentscheid so ein Medikament überkommt. Wo ist die Unbekannt? Es ist doch dort ganz klar schwarz auf weiß geschrieben. Es sind eben ganz viele beteiligte Leute. Richtig. Das Verfahren lautet im Moment auf bekannt, weil es eben ganz viele sind. Man kann ja nicht das Verfahren mit all den KESB-Mitarbeitern und Beiständen, Präsidenten von KESB, Anwälten, Sozialarbeiter, die sind natürlich schon erwähnt. Ja. Aber wenn man das Verfahren auftut, dann sieht das so aus, aber das ist schon erfasst bei uns. Also das mit dem Unbekannt könnte eigentlich quasi vergessen. Aha. Aber hört, ihr habt ja euer Schreiben vor euch, ich gebe euch darauf. Ich kann nichts machen, es bringt noch auch nichts. Telefonisch, das wird noch auch auf euch sagen. Macht schriftlich, telefonisch bringt noch eigentlich nichts. Was heißt schriftlich? Heute haben wir 2018, oder? Und wir schreiben per E-Mail, wenn ich von Ihnen keine Antwort überkomme, wenn ich von Ihnen keine Fragen überkomme, dann tut man mir nicht zulassen. Das rechtliche Gehör wird verletzt. Oder? Dann stellen Sie sich einfach dumm. Stellen Sie sich dumm und ignorant. Und dann sagen Sie, ja, wir haben nichts bekommen. Aber dabei haben Sie ja per E-Mail geschickt. Sie können doch zurückschreiben und sagen, jawohl, wir haben etwas bekommen. Dankeschön. Oder? Das ist einfach der Anstand. Der Anstand fehlt. Der Anstand fehlt bei Ihnen. Es kommt keine Antwort, keine Bestätigung, keine Rückfrage, gar nichts. Sie wollen es einfach unter den Teppich kehren. Sie sind Mittäter. Ja, aber hört, Herr Morales, euer Fall ist nicht der einzige Fall, den wir haben. Ja, ist schon gut, aber ich schreibe Mails und schicke Dokumente und Beweise und alles. Der bestätigt nicht einmal den Eingang. Ihr wollt alles schriftlich. Warum tut ihr so kompliziert? Aber wir müssen schon nur wegen der Akte, das muss man doch schriftlich machen. Das ist doch in der Akte, sie müssen nur ausdrucken. Wo ist das Problem? Jeder macht das doch heutzutage, warum sie nicht? Per Mail ist die Unterschrift nicht der Original und man braucht es. Ich muss nicht unterschreiben, ich habe sie mit meiner Adresse geschickt. Es ist per E-Mail bei Ihnen angekommen. Also hört, ich muss mich wirklich geben, weil ich kann euch den ganzen Tag zuhören, aber es bringt euch nichts. Ja, gut, wie gesagt, also nutzt die neuen technischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Audioaufnahmen, das macht jede Bank, jede Firma macht das heutzutage, dass es aufgezeichnet wird. Das doch nicht. Ja, aber hört, Herr Morales, könnt doch euch einfach nur auf euren Fall konzentrieren. Ihr könnt doch nicht an einem Mann vorschreiben, machen Sie so. Das hat doch absolut gar nichts zur Sache. Wir verlangen das so, wir sind eine Strafverfolgungsbehörde. Und es ist doch klar, dass wenn es um so etwas Wichtiges geht, dass man das per Post verlangt, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, dann hat er alles per Mail. Und ein Mail gilt eigentlich nicht, weil das Original gebrochen ist. Ja, da können Sie noch lange irgendwie versuchen, sich rechtfertigen. Aber es ist einfach die Tatsache, dass Sie mich einladen könnten. Schauen Sie. Wenn Sie behaupten, das sei nicht rechtsgültig, oder? Also das ist einfach nicht wahr. Das ist rechtsgültig. Zweitens können Sie mir sagen, ja, wir haben es überkommen, aber bitte kommen Sie vorbei, um das zu bringen, damit Sie nicht ständig 6.30 Franken zahlen müssen.
Also warum wollen Sie das absichtlich so, so kompliziert und schwierig machen? Warum können Sie nicht ganz einfach anständig sagen, ich grüße wohl Herr Morales, wir haben das überkommen, aber wir müssen das eins zu eins haben, wir müssen auf Finger abdrücken, wir brauchen das Papier, dass Sie die, das Papier tatsächlich von der Behörde bekommen haben, wir brauchen Fingerabdrücke von den Behördenmitarbeitern, dann bringe ich Ihnen das vorbei, aber einfach schweigen. Aber einfach schweigen. Das hat doch euch niemand verboten, ihr könnt doch jederzeit... Bin ich eingeladen worden, wenn ich dort einfach aufkreuze und sage, ja, heute haben wir keine Zeit, wir sind in einer Sitzung. Sie brauchen doch keine Vorladung, um die Dokumente einzureichen, wenn die... Zu Ihnen, persönlich? Wenn ihr mit dem Staatsanwalt wollt reden, dann könnt ihr ihm das schreiben, ihr verlangt eine Vorladung, ihr wollt ihn einvernehmen und ob er das nennen bewilligt oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber die Dokumente hierher bringen, das könnt ihr jederzeit, ihr bekommt dort die Kündigung für das, das ist kein Problem und es ist klar, wir sind die öffentliche Verwaltung. Es kann, euch kann das doch niemand verbieten, die Dokumente hierher zu bringen und euch muss es vor allem auch niemand sagen. Bringt doch die Dokumente vorbei. Wir können all diesen Leuten, all die Fälle, die wir haben, wir können doch diesen Leuten nicht jedem Einzelnen sagen, so könnt ihr es machen, die Möglichkeit hat er noch, das hat er noch. Und warum nicht? Das wäre doch normal, wenn ich einen Wareneingang mache. Ja, ich habe Ihnen schon zugelost, aber ich möchte zu diesem Punkt etwas sagen. Nachher können Sie vielleicht Ihren Punkt noch sagen. Entschuldigung, Sie müssen erklären, wie man es vorgeht. Was verlangen Sie, damit Sie zufrieden sind? Sie können doch nicht irgendwo in einem Büro arbeiten und dann verlangen, dass jeder weiss, dass, wie Sie das wollen. Sie müssen doch sagen, wir brauchen das, wir wollen das, kommen Sie vorbei. Wir sind offen, jederzeit, Sie können vorbeikommen. Ich weiß doch nicht, ob Sie jederzeit offen sind. Normalerweise kommt man nicht einfach so vorbei, man braucht einen Termin. Ich weiß doch nicht, ob die Leute irgendwo rum sind. Sie müssen mir sagen, wir haben es jetzt per E-Mail bekommen, Dankeschön. Aber wir wollen es jetzt noch physisch vor uns haben, wir wollen es nicht ausdrucken. Wir weigern uns, das auszudrucken. Sie müssen es vorbeibringen. Das müssen Sie mir erklären. Verstehen Sie? Sie verstehen auch nicht, wenn ich in einem Büro arbeite, wie ich dort in diesem Büro arbeite. Weil Sie einfach nicht dort arbeiten. Sie müssen dort in Ihrem Bereich, wo Sie spezialisiert sind, müssen Sie aufklären, wie das soll ablaufen. Kann ich doch nicht wissen. Ein normaler Mensch weiß doch nicht, wie Staatsanwaltschaft schafft. Herr Morales, könnten wir schon bitte zulassen? Jawohl, aber haben Sie es verstanden, was ich meine? Ich verstehe es ganz gut. Okay. Nicht als Strafverfolgungsbehörde dürfen wir euch nicht sagen, wie ihr was ihr machen müsst. Das dürfen wir nicht, sonst wären wir befallen. Nein. Wir sind keine Rechtsanwalt, wir sind Strafverfolgungsbehörde. Ich glaube, das ist euch auch nicht ganz klar. Wir dürfen euch nicht helfen, das dürfen wir nicht, weil sonst wären wir befangen. Sonst zu einer Gerichtsverhandlung kommen, wären wir Gegenpartei. Das geht gar nicht. Wir sind schon befangen. Wir sind schon befangen. Wir wollen zwingen, dass man einen Anwalt einschaltet, weil der das angeblich besser kann. Aber warum können wir nicht sagen, schauen Sie, das verstoßt gegen das. Das verstoßt gegen das. Da haben Sie, wie muss man etwas eingeben, in welchem Fall, welche Zeit und bla bla bla. Sie können doch nicht einfach sagen, jo, du hast keine Ahnung. Wie wir funktionieren, selber schuld. Dann tun wir halt das Verbrechen halt einfach nicht verfolgen. Aber wie gesagt, wenn es heisst, wenn da Frau kommt und sich an die Staatsanwaltschaft richtet, ohne Beweis und gar nichts, dann wird ich sofort als Ausländer verurteilt. Ohne Beweis und gar nichts. So läuft das. Sind Sie nicht befangen? Oh nein. KESB tut alles entscheiden. Wir können doch nicht an einer anderen Stelle vorschreiben, wie sie ihre Güte machen sollen. Das geht nicht. Nein, aber wenn die ein Verbrechen begehen, dann müssen sie das Verbrechen zur Anzeige bringen und verurteilen. So einfach ist das. Wenn man sieht, dass das Kind verletzt ist, dann ist es klar, dann müssen sie von mir nicht irgendwie noch etwas physisch verlangen. Es ist schon alles dort. Es ist vom Spital bestätigt. Da müssen Sie nicht irgendwie eine andere Meinung haben. Das ist einfach so, dass das Kind verletzt worden ist aufgrund von diesem Entscheid. Das ist schon bewiesen. Sie müssen jetzt nicht darauf beharren, ich soll jetzt noch vorbeikommen. Ich komme schon vorbei, ich bringe Ihnen das vorbei.
Aber sie haben sie ja schon. Warum schauen sie weg? Herr Morales. Ja? Wie ich das schon gesagt habe, ich kann euch den ganzen Tag zuhören. Es bringt euch einfach nichts. Doch, es bringt mir schon etwas. Nein, es bringt mich nichts, wenn ihr könnt eure Wut an mir rausladen, das ist schon gut. Nein, aber warum drehen sie sich weg ständig? Sie wollen es einfach nicht verstehen. Wir sind Menschen und sie können mit mir reden. Sie müssen nicht behaupten, dass sie hier in die Arbeit von der Behörde drei fingerle. Wenn sie doch wissen, dass die Behörde Kinder missbraucht, dann müssen sie etwas gegen den Missbrauch machen, weil das sind auch Menschen und die sind auch strafbar. Das Amt natürlich nicht, die Behörde ist selber nicht strafbar, aber die Leute, die dort arbeiten, können korrupt sein. Sie können kranke Sadisten sein, Psychopathen, Pädophile. Und das ist dann strafbar, wenn die das persönlich als Mensch beginnt im Amt. Dann ist das eine Straftat. Das versteht doch jedes Kind, warum sie nicht. Wieso nehmen Sie keinen Anwalt? Das ist schon ein hoher Riesenfall. Weil ich nicht kann. Es ist ihre Arbeit. Sie haben sich dort beworben bei der Staatsanwaltschaft, um so das Fall aufzuklären. Es ist nicht meine Arbeit, ihre Arbeit zu machen. Verstehen Sie? Darum verrechne ich ja 25 Milliarden von Ihnen als Mittäter. Oder? Also wenn sie behaupten, sie sind fähig, dort die Stelle anzunehmen, öffentlich bezahlt, dann müssen sie die Arbeit ausführen. Und dann müssen sie nicht sagen, ja, das ist mir aber zu gross, das will ich gar nicht verstehen. Das hat absolut nichts mit dem zu tun. Wir haben noch schwerere Delikte hier wie Mord und das ist... Folter ist nicht schwer. Also jemand, der noch am Leben ist, müssen sie nicht retten. Sie müssen da irgendwie einen Ausländer verantwortlich machen für etwas, was er nicht gemacht hat, oder? Das hat doch nichts mit dem zu tun, vergesst das mit dem Ausländer. Nein, das ist nicht meine Erfahrung als Ausländer. Morales, hört mir schnell zu. Ja, okay. Es gibt noch andere Fälle, wie Tötungsdelikt, was schlimmer ist. Nein, mein Sohn ist lebendig und wird gefoltert. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Und sie schauen weg. Sie könnten etwas verhindern, sie müssen schützen. Sie müssen Leute verurteilen, die systematisch kaputt gemacht werden, psychisch gefoltert und auch physisch mit Amphetamin. Betäubungsmittel werden meinem Sohn eingeflößt, Tag für Tag, und sie sagen, ich mache da etwas falsch, ich soll einen Anwalt nehmen. Das ist ihr ja. Sie sind Anwältin, Staatsanwältin. Sie müssen Verbrechen bekämpfen. Sie müssen mir nur zuhören. Sie müssen mich nicht unterstützen. Ich habe mich jetzt selber informiert, dass ich vorbeikommen kann. Woher soll ich das wissen, was Sie denken? Herr Morales. Hört mir schön zu, es bringt mich nichts mehr, einfach jetzt das alles zu erzählen. Doch! Mein Anliegen schriftlich! Doch, sicher bringt das etwas, wenn ich Ihnen zuhöre. Dann verstand ich, wie Sie denken. Und ich kann das aufzeigen. Der UNO zum Beispiel. Kann ich belegen, schauen, so reden die Leute mit mir. Verstehen Sie? Herr Morales. Ja? Ich sage euch nicht, ihr müsst einen Anwalt nehmen. Ich habe euch einfach gesagt, wir als Strafverfolgungsbehörde können euch nicht vorschreiben oder aufzeigen, wie ihr müsst vorgehen, was ihr müsst machen. Das dürfen wir nicht. Wir sind Strafverfolgungsbehörde. Man kann euch einfach sagen, die Beweise einreichen, machen das, machen jenes. Aber wie ihr es müsst machen, was ihr alles müsst machen, das können wir euch nicht aufzeigen. Das kann euch nur ein Anwalt, der euch rechtlich würde unterstützen. Kann euch das nur ein Anwalt aufzeigen. Das habe ich mit dem gemeint gehabt. Das andere ist einfach, egal was ihr habt, ihr könnt eure Dokumente hier vorbeibringen. Das muss euch doch niemand sagen. Doch. Ihr könnt doch mit all diesen Leuten, die da beteiligt sind, die eine Anzeige einreichen, die verurteilt werden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle Leute zu informieren. Hört, ihr habt doch die Möglichkeit, hier vorbeizukommen. Das geht doch nicht. Das ist doch klar, dass ihr bei der öffentlichen Verwaltung könnt vorbeigehen könnt, die Dokumente könnt bringen. Das ist Nein. eine Frage, das weiss man doch. Nein. Und wenn Nein, sicher nicht. Mit dem Herrn,
dann müsst ihr ihm das sagen. Ja, aber können Sie sich beschränken auf eine Stellungnahme und nicht in die 20 aneinanderreihen? Nein, Sie haben nicht recht. Weil wenn ich Ihnen das per E-Mail schicke, dann kommt das gleich weit. Verstehen Sie? Es kommt gleich weit. Ohne Kosten. Ich muss nicht vor... Nein, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Sie müssen nämlich ganz wichtig... Es ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, dass es aufs Gleiche rauskommt, ob das per E-Mail übermittelt wird. Warum ignorieren Sie mich? Hören Sie mir einmal zu. Sie können es per E-Mail in Empfang nehmen. Ich muss es nicht physisch vorbeibringen. Es kommt aufs Gleiche raus. Es ist bestätigt. Auf dem E-Mail ist bestätigt. Ich habe es Ihnen geschickt. Es ist gleich, Sie sagen mir, ich soll vorbeigehen, anstatt das per E-Mail zu schicken. Wo ist der Unterschied? Das ist selbstverständlich, dass man eine Antwort gibt, so selbstverständlich, wie man die Hand gibt. Dass man einfach aus Anstand, wegen Anstand, zurückschreibt, Dankeschön, wir haben es erhalten. Wir wollen noch Fingerabdrücke prüfen, zum Beispiel, was wollt ihr? Es ist Anstand! Anstand! Wissen Sie, was Anstand ist? Wenn ihr von einer Strafverfolgungsbehörde weht, wenn ihr weht, dass Strafverfolgungsbehörde... Ich muss doch Ihnen nicht schreiben, dass ich eine Antwort will! Wenn ich Ihnen etwas schreibe, dann müssen Sie Antwort geben, das ist Anstand! Ja, gut, hört, es bringt nichts, es bringt sich wirklich gar nichts mit mir da zu diskutieren. Ich werde das auch nicht verbalisieren und nichts. Aus dem Grund, ich sage euch das noch einmal, tut dem Herrn schreiben, was ihr von ihm weht. Per E-Mail. Dass ihr von ihm weht. Per E-Mail. Per E-Mail schreiben. Haben Sie mich gehört? Ja. Per E-Mail oder wie wollen Sie, dass ich das schreibe? Ihr könnt es schreiben, wie ihr weiss. Ich sage euch einfach, es ist besser, wenn ihr es per Post macht. Aha! Die Unterschrift noch. Darum will ich 25 Milliarden von Ihnen. Ja, das kostet nämlich. Ihr könnt es per mir schreiben. Das könnt ihr machen, wie ihr weiss. Ich sage euch einfach, es ist besser, wenn wir es per Post bekommen. Dann haben wir alle genau Unterschrift von euch getroffen. Aber wenn ihr es per mir schicken wollt, macht es auch per mir. Wie hören Sie mir zu? Was heisst, wie ihr wollt? Was brauchen Sie, um eine Akteneinsicht zu vereinbaren? Lenkt nicht das E-Mail. Warum stellen Sie so hohe Ansprüche, um Gerechtigkeit durchzusetzen in diesem Rechtsstaat? Wenn Sie in gewissen Fällen etwas ignorieren, wenn ich jetzt von Wartburg würde heissen, dann würden Sie auf mein E-Mail ja antworten, oder nicht? Peter Fritz Müller von Wartburg und zu Anhalt. Oder? Dann würden Sie natürlich, oh, sehr geehrter, so und so, aber wenn ich ja ein Ausländer bin, wenn Sie ja nicht antworten, dann sagen Sie, ja, das müssen Sie schriftlich machen. Nein, das haben Sie nicht unterschrieben. Wir haben es jetzt per Post geschrieben. Dann würden Sie einfach irgendetwas aussetzen. Es ist doch einfach üblich. Seien wir doch realistisch. Wir leben doch beide in der Schweiz und haben die Augen offen, oder? Wir sind doch wach, oder? Wir wissen doch beide, wie sie Ausländer behandeln. Ausländer lasse ich, sonst hoffe ich euch gerade gar nicht mehr zu. Das nervt mich gerade im Moment. Aha, ja, eben, es nervt, wenn die Realität ihnen unter die Nase gerieben wird, jawohl. Mit dem zu, doch. Das weiter vom Herrn, weiter vorgeladen werden, weiter Akteneinsicht. Beschreibt ihm das. Ich kann nicht alles sagen. Also ich muss ihm jetzt anweisen, wie er soll arbeiten. Sonst interessiert er sich nicht. Ich muss ihm jetzt genau sagen, schauen Sie, jetzt müssen Sie hier, die muss ich ihm Deutsch beibringen. Wie er soll lesen, muss ich ihm beibringen, muss ich ihm erklären, wie er muss lesen. Herr Morales, wir können doch nicht euch schreiben, weiter eine Akteneinsicht geben. Nein, ich will einen Termin für Akteneinsicht. Doch nicht schreiben. Gut, dann schreibt das. Habt ihr das schon geschrieben? Per E-Mail. Per E-Mail habt ihr schon geschrieben. Lenkt das per E-Mail. Das weiss ich nicht, ob das längt oder nicht. Also dann muss ich da einmal so probieren und dann je nach Lust und Laune sagen sie okay oder nein, nicht okay. Einfach willkürlich. Oder wo ist der Rechtsstaat? Wenn Sie selber nicht einmal wissen, wie Sie Ihre Arbeit sollen erledigen sollen, Sie wollen es einfach wegschieben. Wegschieben und ignorieren. Das ist doch das, was Sie mir erklären können.
Ja, euch gesagt, ich kenne euren Fall nicht. So Sachen müsst ihr mit der Chance anschauen, aber sie ist abwesend. Ah, schon wieder? Was schon wieder? Ich habe am Montag schon angerufen gehabt. Aber das geht euch doch gar nicht an. Ja, eben, sehen Sie, und wenn ich jetzt hier komme und sie ist abwesend, was passiert denn? Ja, er hat ja niemand seine Ahnung, was ich da überhaupt irgendwie geschrieben habe. Wegen Folter und Kindesmissbrauch und Amtsmissbrauch und Misswirtschaft und Genozid. Sie tun sich doch selber umbringen. Sie bringen ihr eigenes Volk um. Das verstehen Sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich muss nicht hier sein, wenn die ein Schreiben kommen, abgeben. Also, sie muss nicht doof sein. Ihr könnt doch das Schreiben einfach hier abgeben und dann bekommen sie eine schriftliche Antwort. Sie muss nicht hier sein. Ich will mit jemandem reden. Verstehen Sie, meine Ex hat eine Anzeige eingereicht. Sie ist eingeladen worden. Ich bin eingeladen worden. Wir sind beide angelost worden. Sie hat gesagt, das, was ich sage, ist alles richtig. Und ich habe gesagt, das ist alles gelogen. Und ich bin verurteilt worden, ohne Beweis. Oder? Und bei mir, wenn ich eine Strafanzeige einreiche, dann wird das einfach ignoriert. Es wird einfach ignoriert und es nach ein paar Wochen kommt ein Absatz. Oder? Ich sage euch das letzte Mal. Schreibt dem Herrn Meier, ihr werdet in der Vorladung, ihr werdet mit ihm persönlich reden und schreibt, ihr werdet in die Akten in sich. Und mehr kann ich euch nicht sagen. Okay, dankeschön, ist gut. Bitte, schönen Tag noch. Gleichfalls, merci, ade. Merci, adieu.